virtuelle Hut. Support your local artists. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zum virtuellen Hut Support Your Local Artists. Es ist genau, meine Uhr habe ich wohl verloren, aber wenn Sie jetzt live dabei sind, dann müsste es um die 20.15 Uhr sein und Sie haben sich gerade gegen den Polizeiruf 110 entschieden und schauen der virtuelle Hut live aus dem Kulturhaus Lütz hier in Siegen. Zunächst unser Dank an das Kulturbüro Siegen-Wittgenstein, dass wir hier sein dürfen. Wir sind mittlerweile einen kompletten Monat mit dem virtuellen Hut hier drin. Heute ist Sonntag, der 3. Mai. Ja, morgen beginnen wieder einige Lockerungen. Wir können endlich mal wieder zum Friseur gehen. Und wo es Licht wird, da tut ein bisschen Schatten auch gut. Und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und das macht heute Lucy Licht hier bei uns im Lütz. Der virtuelle Hut, meine Damen und Herren, sammelt Spenden für lokale Künstler und Kulturschaffende, damit die auch in diesen Zeiten vom Kontaktverbot von geschlossenen Theatern auch ein bisschen Geld verdienen können. Und heute machen wir das ein bisschen anders als die letzten Male. Heute wird nämlich auch die Gruppe, die hier heute Abend spielt, von diesen Spenden etwas abbekommen. Direkt 50% gehen an Lucy Licht, denn wir haben hauptberufliche Musikerinnen mit dabei, die tatsächlich auf dieses Geld angewiesen sind. Von daher spendet heute gerne fleißig, um auch die Gruppe, die ihr heute Abend hier seht, zu unterstützen. Man kann es dann noch mal mehr so ein bisschen als ein kleines Eintrittsgeld sehen, was sie heute Abend spenden können. Zu gewinnen gibt es auch wieder was für die größten Beträge, die heute Abend gespendet werden. Es gibt zweimal ein handsigniertes Album von der Gruppe Lucy Licht und auch wieder die Support Your Local Artist Mund-Nasen-Masken. Also von daher lohnt es sich, da auch mal einen etwas größeren Betrag in den Hut zu werfen. Meine Damen und Herren, Lucy Licht kommt aus Freudenberg ursprünglich und ist damit tatsächlich hier ein Local Artist. Und 2016 hat sich die Gruppe formiert, hat ein erfolgreiches Album herausgebracht und ist viel unterwegs und musste leider auch einige Termine in den nächsten Monaten absagen. Deswegen freuen sie sich auch, dass sie heute Abend hier im Lütz für euch spielen können. Und ich wünsche viel Spaß bei Lucy Licht. Ja, hallo. Schön, dass ihr zuschaut. Ich freue mich sehr. Und wir bereiten uns noch kurz vor und dann geht's direkt los. Vielleicht schon mal direkt eine Frage vorab. Von wo schaut ihr denn jetzt diesen Livestream? Wir haben so ein paar Fragen sowieso für euch vorbereitet und ich bin ganz gespannt, was dabei so rauskommt. Also tippt mal in eure PCs oder in eure Handys. Wo seid ihr gerade? Fenster ein, verbrenne deine Couch. Wovor ängstlich sein? Geh raus und leb dein Traum. In dieser Welt gibt es noch sehr viel zu sehen. Beweg deinen Arsch, mach es dir nicht zu bequem. Schmeiß den Flatscreen vom Balkon, reiß dich von den Ketten los. Ins kalte Wasser springen, wer braucht schon ein Rettungsboot? In diese Welt wird sich immer weiter drehen. Also steh auf, lauf und bleib nie wieder stehen. Wir leben auf dem Karussell, das sich immer weiter dreht und dreht. Immer langsam, mal wieder schnell, doch es bleibt niemals stehen. Wir leben auf dem Karussell, das sich immer weiter dreht und dreht. Immer langsam, mal wieder schnell, doch es bleibt niemals stehen. Schalt dein Handy an. Spreng es in tausend Teile, erst jetzt hast du Empfang. Raus auf die Einkaufsmeile, sag dir ein Gewehr, erschießt den inneren Schweinehund. Ich hätte jetzt keiner mehr, komm raus aus deinem Sumpf. Denn diese Welt wird sich immer weiter drehen. Also steh auf, lauf und bleib nie wieder stehen.
Leben auf dem Karussell, das ist immer mit der Drehtrommel. Immer langsamer, wieder schnell, doch es bleibt immer stehen. Wir leben auf dem Karussell, das ist immer mit der Drehtrommel. Immer langsamer, wieder schnell, doch es bleibt immer stehen. Dass ich immer weiter dreh. Wir leben auf dem Karussell. Dass ich immer weiter dreh. Wir leben auf dem Karussell. Dass ich immer weiter dreht und dreh. Immer langsamer, wieder schnell. Doch es bleibt niemals still. Dass ich immer weiter dreht und dreht, immer langsamer, wieder schnell, doch es bleibt immer still. Ja, ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank an alle, die bisher eingeschaltet haben. Es ist ja eine ganz witzige Situation hier und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wie das so ablaufen wird mit der Interaktion und ich habe euch erstmal ein Liebeslied mitgebracht, weil ich es einfach schön finde, dass sowas wie heute Abend gerade stattfinden kann und wir uns vielleicht alle gegenseitig damit eine kleine Freude machen. Du singst mich in den Schlaf und wächst mich morgens sanft auf. Und geht's mir mal schlecht, dann baust du mich wieder auf. Durch dich lerne ich meine Grenzen, du versüßt mir den Tag. Mit dir kann ich Berge versetzen, mit dir fühl ich mich stark. Sag mir nicht, wohin es geht, zeig mir nicht den Weg, geh vor, ich folge dir. Du nimmst mich so, wie ich bin, ich vertrau dir blind, also bitte komm mit mir. Du bist immer für mich da, ich bleib bei dir. Du bist das Größte, was ich hab, bleib bei mir. Sprichst in allen Sprachen, die Zeit bleibt stehen, wenn du rufst. Du hast so viel zu sagen, ich höre dir stundenlang zu. Ich kann mit dir lachen, mit dir weinen, mit dir tanzen allein. Du bist manchmal süß und manchmal sexy, mal leiser, mal lauter, mal am wohin es geht, verrat mir nicht den Weg, geh vor, ich folge dir. Du nimmst mich so, wie ich bin, ich vertrau dir blind, also bitte komm mit mir. Du bist immer für mich da, ich bleib bei dir. Du bist das Größte, was ich hab, bleib. Lauf mich laufen, lass mich raus und lass mich fliegen nur mit dir.
du bist das Größte, was ich hab. Bleib bei mir, Musik, du bist immer für mich da. Ich bleib bei dir, du bist das Größte, was ich hab. Bleib bei mir, Musik, la 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 la. Musik. Ich winke euch jetzt einfach nochmal zu. Und Nico, willst du das mal ausprobieren, ob das klappt mit dem Handy, mit, ob wir schon Nachrichten haben? Genau, ich habe bin aufgeregt und finde das spannend. Die neuesten Antworten der Online-Plattform auf meinem Handy. Ich kriege das hier quasi sekündlich, die neuesten Updates. Also, ja, wir haben gerade über 200 Zuschauer. Vielen Dank dafür. Wow. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen dran. Wir spielen noch so circa 5 bis 6 Stunden. Wir haben heute das große Tina Turner Coverprogramm dabei. Nein, kleiner Witz am Rande. Also, Solingen und Wuppertal, schaut zu. Ach. 200 Leute aus Solingen und aus Wuppertal. Meine Güte. Solingen und Wuppertal. Ja, und ich glaube, 15 aus Freudenberg vielleicht. Achso, ich wollte noch dazu sagen, ja. Du kommst aus Freudenberg. Kurz um uns mal vorzustellen. Also von vorne weg, der Steffen Eidenayer und meine Wenigkeit, wir sind richtige Westerwälder. das heißt, wir sind quasi, und der Steffen ist quasi fast Siegerländer, kann man sagen, oder? Naja. Ja, auf jeden Fall schmeckt das Siegerländer Bier sehr gut, muss man sagen. Genau. Das am Rande. Und Louis ist waschechter Kölner. Und trinkt das Siegerländer Bier sehr gerne. So, Sabine Eidenayer schaut aus Borau zu. Christoph Seidel schaut am Handy in Freudenberg. Und Uwe Wertenbar sitzt vor den dampfenden Töpfen im Wohnzimmer. Irina schaut zu auf der Arbeit. Oh. Es schauten zu Leutkirch, Essen, Düsseldorf und Stuttgart. Und in Köln schaut auch jemand zu. Cool. Oder mehrere. Ja, wer voll weiß. Schön, dass ihr zuschaut. Wir freuen uns sehr. Und jetzt quatschen wir erstmal nicht mehr, sondern tanzen eine Runde. Und ihr dürft sehr gerne zu Hause vor den Kochtöpfen mittanzen. Frei, zugeschnitten Nike Freeze. Ich laufe los, Bass pumpt durch meine Beats. Ich bin fresh, Schritt für Schritt im Takt, Takt. Der Schweiß tropft, I don't give a fuck. Gesund ernähren, Hashtag Fit for Life. Einmal Veggie Burger mit doppelt Fleisch. Und ich lauf, und ich lauf. Ich lauf, die Sonne brennt, letzte Runde um den Block, kurzer Stopp für ein Selfie mit nem roten Kopf. Der letzte Song in der Playlist zum Ziel, bring die Beine zu nem letzten Sprint. 1, 2, 3 und 4 und ja, endlich am Ziel angekommen. Keine Puste mehr, doch ich lieb diesen Song. Und ich lauf, und ich lauf, und seh. Was, 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 und ich glaube.
und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Alles läuft, ich dreh jetzt auf und alles läuft, keiner hält mich auf, Mucken laut, alles läuft, komm, wir drehen auf und alles läuft, der Bass treibt uns voran, alles läuft, gib mir den Bass, 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 yeah, Bass, Bass und ich lauf. Ich trinke mal gerade einen Schluck Wasser. Tatsächlich haben wir jetzt einen sehr neuen Song für euch dabei. Und da dürft ihr natürlich auch fleißig kommentieren, wie ihr den so findet. Ich freue mich auf euer Feedback. Ja, ich wollte gerade noch zwei Grüße vorlesen, weil wir hier so schön sind. Ja, weil wir hier so schön sind, weil wir schön so hier. Nee, es macht keinen Sinn, dieser Satz. Ich muss ihn löscht ihn aus diesem digitalen Zeitalter. Kann man ja auch irgendwie rausschneiden live, oder? Wird ja sicherlich gehen. Ist ja eh alles aufgezeichnet hier. Spaß beiseite. Sandra aus Siegen, schau zu. Und ganz liebe Grüße von Ramona, Peter, Olaf. Achso, muss ich den Nachnamen dazu lesen. Oh, jetzt wird es aber schwierig. Sandra Scholtischik? Ramona Matthäus hat. Peter Weber, Olaf Kemper hat heute Geburtstag. Oh! Okay, dann. Ja. Geburtstag spielen? Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Olaf. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Nico, du machst das gut. Du wolltest schon immer so ein Talkshow-Master Entertainer sein, ja, man merkt, glaube ich. Hat aber nicht dafür gereicht, also bin ich heute hier. Der nächste Song hat eigentlich noch gar keinen Namen. Das kommt noch. Ein Zauberer ohne Hase und Hut und glaube nicht oft an, was ich denke. Um mehr zu kämpfen, fehlt mir die Wut. Alles geht zu schnell zu Ende. Ich bin mir schattenherzlich, warte im Bett auf ein Wunder, dass sich der Wind dreht und was Neues passiert. Immer wenn mein wenn das Glück auf Botschaft bleibt, wenn jedes Todesgott der Welt mir mein Ende prophezeit, brauch ich nur eins, Zeit. Manchmal fickt das Leben meinen Kopf wie kein anderer. Und wenn mein Kompass sich die Nadel setzt, ist das wie ein Flugzeug auf dem Weg ins Paradies. Mitfliegen wär schön, doch jeder Platz ist schon besetzt. Ich bin mehr Schatten als Licht, warte im Bett auf ein Wunder, dass sich der Wind dreht und was Neues passiert. Immer wenn mein Herz wie U-Bahn-Schienen kreischt, immer wenn das Glück auf Bordsteinkanten beißt, wenn jedes Todesgott der Welt mir mein Ende prophezeit, brauch ich nur eins. Schatten als Licht, warte im Bett auf ein Wunder, dass sich der Wind dreht und was Neues passiert.
Immer wenn mein Herz wie Uberschienen kreischt. Immer wenn das Glück auf Porschen kann. Brauch ich nur eins. Brauch ich nur eins. Zeit. Ja, das war unser neuer Song. Ich habe doch was vorbereitet. Ihr habt nämlich jetzt die Chance, eine Frage zu stellen, und zwar an meine Jungs hier. Irgendwas, was ihr schon immer über die wissen wolltet. Das ist einmal Nico, Steffen und Louis. Und ja, ihr habt jetzt einen Song Zeit dafür. Und was, Nico? Du willst noch irgendwas sagen? Lass es einfach. Und normalerweise würden wir jetzt bei diesem nächsten Song einen Mitsingen-Part einleiten, weil dieser Song eignet sich so gut zum Mitsingen. Und das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht auch über einen Livestream hinbekommen würden. Deswegen, ihr seid jetzt mal der Chor. Ich erkläre euch, was ihr machen müsst. Und ihr könnt von zu Hause aus mitsingen. Ihr könnt das auch gerne filmen und irgendwie mir bei Instagram oder so senden. Wird auf jeden Fall lustig. Genau. Unter Strom heißt der Song. Vielleicht kennen den ja schon ein paar. Wir stehen unter Strom und ihr könnt machen. Oh, oh, oh. Ich lass dich nicht mehr los. Wir stehen unter Strom. Achtung. Oh, oh, oh. Oh, ihr habt das aber gut eingeübt, Jungs. Also wir üben es nochmal zusammen alle. Ihr auch. Wir stehen unter Strom, oh, oh, ich lass dich nicht mehr los. Wir stehen unter Strom, oh, oh, ich will losrennen, nicht denken. Okay, ich vertraue auf euch, ihr macht das schon. Straßen ziehen an uns vorbei. Wir sind gefangen, aber fühlen uns frei. Tausend Fenster, tausend Leben. Wie ein Film, nur ohne Ton. Komm weiter mit mir an den Wolken vorbei. Geh tiefer mit mir, komm, wir gehen zu weit. Komm, hör mit mir, komm, liebe mit mir. Komm, hör. Unter Strom, oh, oh. Ich lass dich nicht mehr los. Wir stehen unter Strom, oh, oh. Ich will los, kann nicht denken. Wir stehen unter Strom. Ich bin mir sicher, dass da jetzt ein Riesenchor in jedem Wohnzimmer ist. Ich halte die Luft an, schließ die Augen. Jede Last wird schwerer. Neben dir liegen, mit dir träumen. Komm, lass uns zu den Sternen hoch. Komm weiter mit mir an den Wolken vorbei. Geh tiefer mit mir, komm, wir gehen zu weit. Komm, hör mit mir, komm, liebe mit mir. Komm, hör, steht unter Strom. Ich lass dich nicht mehr. Wir stehen unter Strom, wow. Ich will los, wenn ich denke. Wir stehen unter Strom, wow. Ich lass dich nicht mehr los. Wir stehen unter Strom, wow.
tiefer mit mir. Wir stehen unter Strom. Oh, oh, oh. Ich lass dich nicht mehr los. Wir stehen unter Strom. Und? Habt ihr mitgesungen? Jetzt könnt ihr es alle, ne? Dann machen wir noch eine Runde. Ganz leise. Wir stehen unter Strom. Ich lass dich nicht mehr los. Wir stehen unter Strom. Ich will los, wenn ich denke. Wir stehen unter Strom. Wir stehen unter Strom. Vielen Dank. Nico, ich bin schon gespannt, was jetzt für Fragen kommen. Kommen Fragen? Ja. Oder ist Fragen? Das etwas untergegangen? Kommen Fragen. Sind hier auf keinen gerade noch keine Fragen. Aber Olaf dankt fürs so. Ständchen. Ach ja. Wie alt wird Olaf denn heute? Vielleicht verwickeln wir ihn einfach in ein Gespräch. Hallo genau. Olaf, wie alt bist du denn heute? Der weiteste Zuschauer, was schätzt ihr? Komm, mal schnell hier, wie Malle. Ihr vier. Malle? Fast. Konstanz am Bodensee. Kanada? Kanada? Nein, das ist Barcelona. Hallo, Wolfram Pinto aus. Ach, der Wolli. Wolli, hallo. Voll hallo, schön, Wolli. Dass du eingeschaltet hast. Achso, heißt der Wolli gar nicht Wolli. Ich dachte, das wäre sein Name, Wolli. So ein Spitzname. Ah. Ja. Und Nadine Berger grüßt aus Maiswinkel. Viele Grüße zurück an alle. Ja. Und jetzt geht's weiter. Genau, ihr könnt auch immer noch Fragen stellen an Nico, Steffen und Louis. Es können auch pikante Fragen sein. Und ich kann sagen, das sind wirklich sehr interessante Typen. Also. Ja. Das. Gibt's ne Chance für dich und mich? In seinen Augen finde ich die Antwort nicht. Sag mal, gibt's ne Chance, denn zwischen uns beiden ist doch immer dieses Prickeln, wenn wir uns wiedersehen. Du bist alles für mich, der Tag und die Nacht. Wegen dir lieb ich den Regen und darin zu stehen. Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden, doch ich habe meine Uhr verloren und ich tick wie die Sekunden, denn ich habe meine Ruhe verloren. Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden, ich hab meine Uhr verloren und ich tick wie die Sekunden, denn ich hab meine Ruhe verloren.
Es gibt keine Chance für uns beide, weil du total vergessen hast, wer du bist und wer ich für dich war. Nein, es gibt keine Chance, du hast dich entschieden, mich nicht mehr zu lieben, denn du liebst die Intrigen. Du warst alles für mich, der Tag und die Nacht. Und jetzt steh ich hier im Regen, kann mich selbst nicht verstehen. Sei es die Zeit heilt aller Wunden, doch ich hab meine Uhr verloren und ich tick wie die Sekunden, denn ich hab meine Ruhe verloren. Sei es die Zeit heilt aller Wunden, doch ich hab meine Uhr verloren und ich tick wie die Sekunden, denn ich hab meine Ruhe verloren. Meine Uhr verloren, meine Uhr verloren. Die Zeit stand lang still, doch so kann es nicht weitergehen. Ich weiß, was ich will, ich will sehen, wie sich die Zeiger drehen. Die Suche kann jetzt beginnen, und ich weiß, es wird kein leichter Weg, also geh ich raus, Augen auf, neuer Mut, neuer Lauf, gib dich auf, hab ne neue Uhr gekauft. Das heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Ich hab meine Uhr verloren, doch ich hab sie nun gefunden. Ich fühle mich wie neu geboren. Das heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Ich hatte meine Uhr. Ich fühle mich wie neu geboren. Eigentlich finde ich es gerade schön, dass es hier so still ist nach dem Lied. Irgendwie, ach, haben wir auch jetzt lange nicht gespielt. Darauf muss ich erst mal ein Wasser trinken. Prost! Ja, ich nutze diese kurze Trinkpause nach dieser wunderschönen Ballade und lese nochmal vor, was mir so geschrieben wird. Vielen Dank nochmal hier überhaupt erstmal ans ganze Team und so weiter. Das kommt alles später noch, aber auch für diese Sache, dass ich auf meinem echt Handy cool eure besten Kommentare lese. Das ist ja tierisch. Also was heutzutage alles geht, ich bin ja, ich, das ist echt. Ja, tierisch. Echt cool. Also Thomas hat sich frisch verliebt. Ah, Punkt, 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 in Lucy. Steht hier. Ah. Der Thomas. Ich werde ganz rot. Ja, wir wissen natürlich, schön wäre natürlich jetzt so, wenn wir dann jetzt auch noch per Skype wahrscheinlich so mit Beamer dann auf einmal den Thomas hier so dran kriegen würden oder so. Oder weil der würde ausatmen, ne? So, wenn danach. Ich weiß auch nicht, ob wir das im. Das Handy mal weg. Gut, dass du kein Showmaster geworden bist. Ist jemand aus der Band noch nicht vergeben, fragt jemand. Jetzt, das ist aber eine schwere Frage. Also, Louis ist vergeben, das wissen wir alle. Ja. Steffen?
Nee. Steffen, wie sieht es denn bei dir aus? Ja. Gute Frage. Ist immer doof, wenn man das selbst nicht weiß. Ne? Wie, du weißt das nicht? Nee. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, genau. Es ist kompliziert. Ja, ich, das ist nur an die Jungs. Und du, Lucy? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Okay, ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Wir überlegen uns, also Steffen überlegt sich nochmal während der nächsten Nico, Nummer. Du bist der Frage ganz schön gut ausgewichen. Ja, genau. Wir spielen nochmal die nächste Nummer, bevor wir diese Antwort bringen. Und zwar ist das eine gute Laune-Nummer. Jetzt musst du mich retten. Wow. Also das ist ein Coversong, den wir super gerne spielen. Und wir dachten, wir wollen euch zu Hause auf den Sofas ein bisschen zum Tanzen bringen. Und den Song kennt ihr auf jeden Fall alle und könnt ihn einfach laut mitgrölen. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr sehr textsicher seid. Und es gibt noch ein legendäres Solo von mir, aber mehr verrate ich nicht. Verhauen jetzt hier gerade. Das müssen wir nochmal machen. Ich war gerade so am Überlegen. Sorry. Mach einfach. Passiert. Ich bin so allein. Ich will bei dir sein. Ich seh deine Hand, hab sie gleich erkannt. Mein Kopf tut weh, mach die Augen zu. Lieg im grünen Gras und erzähl mir was. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag, ich meine es so, wie ich es sag. Ich bin total verwirrt, ich werd verrückt, wenn's heute passiert. Mir ist schon ganz heiß. Yeah.
Ja, ich hoffe, ihr habt ganz laut gejubelt, immer wenn ich dieses Solo gespielt habe, weil ich fand, es war einfach grandios. Du wirst immer besser. Ich werde immer besser, ja. Ich habe noch eine Frage an euch. Ich finde, das passt sehr gut zum nächsten Song, aber erstmal die Frage. Habt ihr in der Corona-Zeit schon irgendwelche neuen, verrückten Hobbys euch angeeignet? Ich würde das total gerne wissen und ihr könnt das einfach in die Kommentare schreiben und Nico wird das dann gleich wieder sehr lustig vortragen. Der nächste Song handelt nämlich, der heißt Allein und der handelt auch vom Alleinesein und irgendwie fand ich, passt dann diese Frage ganz gut, aber Alleinsein muss ja nicht immer was Negatives heißen. Zumindest habe ich mich da in dem nächsten Song mit beschäftigt. Spiegel und gebe ein Konzert. Die Haarbürste ist mein Mikro und mein Kopf ist leer. Die Teddybären auf dem Sofa applaudieren mal mehr, mehr, mehr. Ich bin ganz allein. Doch alleine sein ist für mich keine Einsamkeit. Ich lieb die Zeit für mich ganz allein. Ich will weg von der Geschwindigkeit. Ich bin so frei, nimm mir die Zeit für mich ganz allein. Die Wände um mich rum, die Stille schwebt durch den Raum. Lieg auf dem Teppich, blick an die Decke, ich flieg wie im Traum. Energie wird frei, ich tanke sie auf. Ne kurze Pause, bevor ich aufstehe und alles verbrauch. Draußen tobt der Krieg, es vergehen viele Stunden. Ich war bei mir und hab meinen inneren Frieden hier gefunden. Ganz allein. Da 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 da. Man selbst zu sein. Ich bin ganz allein. Doch alleine sein ist für mich keine Einsamkeit. Ich liebe die Zeit für mich ganz allein. Ich will weg von der Geschwindigkeit. Ich bin so frei, nimm mir die Zeit für mich ganz allein. Okay. Applaus, Applaus. Okay. So, es geht. Ich darf wieder. Also ich muss jetzt in die richtige Kamera gucken. Ah ja, hier ist die richtige Kamera. Ich lese erstmal mir selber durch, damit ich weiß, was ich rede. Ist mir eben aufgefallen. Okay, Simone Kühn aus Herzhausen. Schaut aus Herzhausen zu. Anita Hees vom Giersberg. Vom Giersberg, heißt das so? Ja. Kennt man das dann so? Vom Giersberg, alles klar. Der Gesangsladen aus Köln grüßt. Ah, krass.
Anke sagt, ich nehme Steffen. Ach so, Anke sagt, ich nehme Steffen. Ja, immer her damit. Anke nimmt dich, auch wenn es kompliziert ist, sagt er. Also wenn, Anke. Ja, so hätte man sich einiges offen. Ne? Gute Wahl, Anke. Nicht so schlecht. Ich kann sagen, er ist richtig, ja. Naja. Berlin, Gottmaringen bei Konstanz, Bodensee und Rosenheim. Gucken, schauen zu. Ist das, boah, unfassbar. Erst Rosenheim. Bitte? Sind es Ferdl und Edi vielleicht? Aus Konstanz. Konstanz. Fühlt euch umärmelt. Und, ach so, hier ist schon das erste Hobby, das erste Corona-Hobby. Ah, ja. Leona Tönnies. Tönnies. Leo. Wir malen Saisongemüse. Sehr gut. Sehr gut. Gerade? Die Jo und du, oder? Gute Frage. Als Hobby, das macht man öfters. Ja, cool. Es sei denn, man macht Hobby so oft, wie ich Sport mache. Also so, so einmal alle zwei Wochen und dann sagt man dazu Hobby. Also. Aber das finde ich total schön. Meine Schwester hat tatsächlich jetzt auch letztens mir, die malt ganz toll und die singt auch ganz toll. Und die hat aber mir auch letztens Fotos vom gemalten Gemüse geschickt. Ja, also das ist scheinbar ein neuer Trend-Hobby. Trend. Und dann haben wir noch Frederik Gebecken. Ich habe in der Corona-Zeit angefangen, jeden Tag Sport zu machen. Nicht schlecht. Da hat er, hast du mir schon einiges voraus. Inlineskaten, Laufen, Fahrradfahren. Soll ich vielleicht auch mal tun. Etwas Positives muss man ja aus der Zeit machen. Sehr gut. Ja, finde ich sehr schön. Machen wir die nächste Nummer. Was? Die letzte? Ach, die nächste. Ja, vielleicht auch ein neues Hobby ist Steffen. Nee, ich sag das jetzt nicht. Der nächste Song geht an alle Schmierlappen da draußen. Schön, dass du mich damit in Verbindung bringst. Nein, ich wollte irgendeinen lustigen Witz machen und der ist in meinem Kopf nicht ganz lustig gewesen, leider. Deswegen kündige ich das jetzt so an. Also ich hoffe, es fühlen sich nicht so viele Leute angesprochen bei dem Wort Schmierlappen, aber ich habe diesen Song für diese Schmierlappen geschrieben und dieser Song heißt Mr. Right. Ist frisch poliert, die vierte Runde durch die Stadt. Papa hat ihn dir geliehen, du gibst ihn ihr gleich wieder ab. Sei nicht so auf, ihn willst du beeindrucken mit seinen Sprüchen, seiner Mucke, seinen Muskeln. Erzähl's vom Ehrenkodex, aber musst dir eingestehen, du bist so wie deine Fake Rolex, nicht zeitgemäß. Mr. Right, Mr. Right, mach nicht auf Mr. Right, Mr. Right. Du bist nicht Mr. Right, Mr. Right. Mach nicht auf dich, Mr. Right, Mr. Right. Du bist nicht Mr. Right, Mr. Right. Oh, 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 es tut mir leid. Du bist nicht Mr. Right. Du gehst ins Fitnessstudio und lass dir die Brust wachsen. Dann ins Beauty Center und lass dir die Brust wachsen. Auf der Straße bist du Gangster mit deinen Schusswaffen. Doch bei dir zu Hause schälst du lediglich den Putzlappen. Kaufst eine Hose von der Tanke, dicke Hose und der Anzug. Katastrophe, dieser Anblick. Denkst du wirklich, du bist Mr. Right, Mr. Right? Mach mich auf, mich auf, Mr. Right, Mr. Right. Du bist nicht Mr. Right, Mr. Right. Mach mich auf, mich auf, Mr. Right, Mr. Right. Du bist nicht Mr. Right. Um die Welt und die Welt dreht sich um dich, doch du drehst dich um dich selbst. Sorry, Mr. Right, bist du einfach nicht Mr. Right, Mr. Right. Mach nicht auf, nicht auf Mr. Right, Mr. Right. Du bist nicht Mr. Right, Mr. Right. Mach nicht auf, nicht auf Mr. Right.
Steffen, ich wollte dich damit eben nicht in Verbindung bringen. Ach, Quatsch. Ich hatte nur irgendwie so einen lustigen Spruch und dann, weißt, kennst mich ja. Ja, deswegen bin ich dir da nicht böse. Danke. Niemals. Ist das hier eine Harmonie? Mhm. Ja, das stimmt. Wir sind schon eine sehr harmoniebedürftige Band. Oder? Ja. Ja. Was zum Träumen für euch. Eine helle Nacht, ich flieg über die Stadt. Superheldenanzug, als wär ich Tony Stark. Vorbei an Wolkenkratzen, der Berg, auf dem ich steh, ist aus Zuckerwatte. Ich ess ihn auf und geh und steig ins Lucy-Mobil. 300 km/h, Schatten, die mich verfolgen, doch ich häng sie alle ab und geh ins Traumregal. 1000 Mal steh ich vor dir, such mir immer etwas Neues aus. Schließ die Augen und schlaf tief und fest, wenn ich träume. Und wach ich mal auf, geh ich direkt wieder ins Traumregal. 1000 Mal steh ich vor dir, such mir immer etwas Neues aus. Schließ die Augen und schlaf tief und fest, wenn ich träume. Und wach ich mal auf, steh ich direkt wieder vor dir. Ich tauche ab in ein Meer voller Pusteblumen. Ein kleiner Windstoß und es macht Boom wie im Karton. Der Boden bebt und löst sich unter meinen Füßen auf. Ich fang an zu schweben durch Atmosphären, Zeit und Raum und steig ins Lucy-Mobil. 6000 km/h, Gedanken, die mich verfolgen, doch ich schüttel alle ab und geh ins Traumregal. 1000 Mal steh ich vor dir, such mir immer etwas Neues aus. Schließ die Augen und schlaf tief und fest, wenn ich träume. Und wach ich mal auf, geh ich direkt wieder ins Traumregal. 1000 Mal steh ich vor dir, such mir immer etwas Neues aus. Schließ die Augen und schlaf tief und fest, wenn ich träume. Und wach ich mal auf, steh ich direkt wieder vor dir. Die ersten Sonnenstrahlen berühren meine Haut. Ich will noch nicht aufstehen, mach die Wirklichkeit zum Traum und steig ins Lucy-Mobil. Lichtgeschwindigkeit, alle Wecker, die mich verfolgen, verlieren gegen die Zeit. Ich geh ins Traumregal. 1000 Mal steh ich vor dir, such mir immer etwas Neues aus. Schließ die Augen und tief und fest, wenn ich träume. Und wach ich mal auf, geh ich direkt wieder ins Traumregal. 1000 Mal steh ich vor dir, such mir immer etwas Neues. Schließ die Augen und schlaf tief und fest, wenn ich träume. Und wach ich mal auf, geh ich direkt wieder ins Traumregal. Mein Traumregal. Ach ja. Nach diesem wunderbaren Schlaflied. Hamburg ist auch dabei. Darf ich wieder was vorlesen? Auf geht's. Spendenstand. Unfassbare. 41 Euro. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Okay. Also, wir sollen vielleicht nochmal aufrufen für
nicht, ist ja nicht nur für uns, ist ja für andere Künstler und überhaupt für alle anderen, die vielleicht jetzt tatsächlich einfach erstmal fast gar nichts haben. Vielleicht soll ich das mal kurz erklären, was zum Beispiel bei uns abgeht. Also es gibt halt Leute, die haben quasi den April, Mai, Juni voll gehabt mit Jobs oder mit Engagements, wo auch vielleicht saisonal bedingt der Winter nicht so cool war. Und im Prinzip jetzt die ganzen Aufträge losgehen, egal ob am Theater, ob Musik, egal was. Oder das kann man eigentlich, zieht sich durch die ganze Branche und auf einmal ist dann gar nichts mehr. Und dann gibt es zwar so ein paar in NRW so ein paar Soforthilfen, aber die waren relativ schnell erschöpft. Und dann gibt es diese solo-selbstständigen Sachen, wo aber keiner weiß, was darf man jetzt damit machen. Oder da eigentlich bisher darf man als, wenn man darstellender Künstler ist, noch gar nichts damit machen, es sei denn, man hat laufende Kosten, die man offiziell abschreiben kann. Ansonsten hat man vielleicht das Geld bekommen und darf damit nichts machen und muss die 9.000 Euro wieder zurückgeben. So sieht's aus. Das heißt, im übelsten Fall hat man eigentlich eingeplante Jobs gehabt und das ist ja egal, wo, ob es in der Technikbranche ist, ist eigentlich egal. Und auf einmal steht man da vor dem Nichts und ja, das ist vielleicht die Sache. Aber ich meine, so geht es ja vielen aktuell und ich wollte das nur kurz einmal sagen, vielleicht rausbringen, wie es bei manchen so läuft oder genau, aber jetzt genug der düsteren Stimmung. Jetzt haben wir was mitgebracht, eine nächste Nummer und wollen hier Spaß haben. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß an den Fernseh- und Mobilgeräten, wo auch immer. Und schöne Grüße nochmal von uns hier aus Siegen. Total toll hier. Nächste Nummer. Ja, ist doch schön, dass du das erklärt hast, Nico. Ich glaube, das ist gut. Und ich wollte noch fragen, hattest du noch ein paar neue Corona-Hobbys, die dir gesendet wurden? Weil das interessiert mich wirklich, was da für lustige Hobbys sind. Sind bis jetzt, noch keine neuen Corona-Hobbys bisher. Okay, wir bleiben also gespannt. Hast du denn ein neues Corona-Hobby? Also, ja, habe ich. Was denn? Ich habe jetzt ein Home-Studio. Oh, das heißt dann. Ich werde jetzt Producer. Okay. Und Steffen, hast du denn eins? Hast du ein Hobby? Also abgesehen davon, dass du nicht weißt, wie dein privater Beziehung ist. Ja, ich habe jetzt angefangen mit Pfandflaschen zu kegeln. Pfandflaschen kegeln? Ja, zu Hause. Das, super. Alleine? Ja. Ja, natürlich. Oder mit allein. Vater? Nee, der Vater, der. Wurdest du eigentlich noch zu Hause? So haben hier gerade viele gefragt, wohnst du zu Hause oder wohnst du alleine? Ja, das ist witzig, weil gut, dass du fragst. Ich bin jetzt tatsächlich seit 2 Tagen wieder. Ich will nicht sagen bei Mutti oder bei Vater, aber ist schon so. Ich habe da eine Wohnung in meinem Elternhaus tatsächlich. Ja. Ah ja, in einem kleinen Dorf im Westerwald. In einem ganz kleinen Dorf in Galiläa. Ja. Und du, Luis, hast du denn Corona? Du hast Trompete gespielt? Ja. Luis hat gerade kein Mikro, aber warte, ich sag das nochmal kurz. Also Luis hat angefangen, Trompete zu spielen. Beziehungsweise du hast schon mal Trompete gespielt? Ja, noch nie? Ich dachte, okay, und also ist das so, Hut ab. Ist das Luis so hat angefangen, Trompete zu spielen. Ist das so, wie man sich das am Anfang vorstellt? Ja, laut? Ja. Ich übersetze, es ist super nervig, laut für alle Nachbarn, es tut weh an den Lippen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ihr Kind nicht Trompeter werden soll, weil das ist ja nur der Anfang. Und schon nach wenigen Stunden klingt es wie wie die Schöpfung. Freude schöner Götterfunken. Nach wie vielen Tagen üben? 16 Wochen. Also um mal Werbung für alle Musikschulen zu machen, Trompete, ein tolles Instrument. Dicht gefolgt von der Blockflöte, Geige, Schlagzeug ist natürlich auch immer für alle Nachbarn ganz besonders toll. Also wenn ihr Kind Schlagzeug oder Trompete lernen will, auf jeden Fall zu allen Musikschulen rennen, sobald es wieder geht. Ja. Ja. Gut. Jetzt kommt der sexy Song. Licht an, ich seh dich, Licht aus. Wo versteckst du dich? Ich kann dich atmen. Ich will zu dir. Sieh mich an, wer bist du? Du siehst gut aus. Ich weiß nicht so, dass du abhaust. Bleib jetzt hier. Lass uns ein
eins, zwei, drei, vier Drinks nehmen. Ich will dich doppelt und dreifach sehen, denn du bist so schön. Ich kann nur noch zu dir hinsehen. Unsere Blicke treffen sich und bleiben stehen. Du bist wunderschön. So so mehr mit dir passieren, sowas wie Liebe. Spür nicht Liebe zu. Will dir zusehen, wie du dich bewegst, wie du atmest, mir den Kopf verdrehst, schön wär's du und ich allein. Verschwommen ist mein Bild von dir, weil ich benommen bin ich. Du stehst vor mir, ich kenn dich nicht, ich will bei dir. Lass uns eins, zwei, drei, vier Drinks nehmen. Ich will dich doppelt und dreifach sehen, denn du bist so schön. Ich kann nur noch zu dir hinsehen. Unsere Blicke treffen sich und bleiben stehen. Du bist wunderschön. So wunderschön. Zit-Zit-Zit-Zucker. Meine süße Versuchung. Konsumieren mit dir, pulsieren, sowas wie Liebe. Spür nicht Liebe, Zucker. Oh, yeah. Meine süße Versuchung. Ah, mein täuschendes Glück. Zucker, Zucker. Ich will dich konsumieren mit dir, pulsieren, sowas wie Liebe. Spür nicht Liebe, Zucker. Das war cool, Nico. Sonderapplaus für Nico. Sonderapplaus für Nico. Haktet im Getriebe. Klatsch-Emojis. So, da bleibt uns mal wieder die Chance, gegen Ende unseres Sets ein Nico, paar schöne Nachrichten vorzulesen. Nico, lässt mich auch gar nichts mehr sagen. Er nutzt einfach sofort die Chance. Und okay. Entschuldige, aber hier sind noch so viele schöne Grüße, die ich auf jeden Fall vorlesen muss, dann bist du sofort dran. Helene Schattenberg grüßt das Heinchen, Achim Kröger aus Hannover und Hotte hat sich auch gerade verliebt. Und wir haben noch ein Hobby. Ah ja, das finde ich irgendwie total spannend.
Das ja, bei tollen Spaziergängen Steine sammeln, sie bemalen und bei weiteren Spaziergängen in der Natur findbar verstecken, um anderen Menschen, die sie entdecken, eventuell ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Von Caro. Oh, das ist aber cool. Oh, das finde ich aber auch richtig, richtig schön. Das mache ich vielleicht auch mal jetzt. Mit Wasserfarbe? Ne, das finde ich richtig schön. Cooles Hobby. Nee, Nico, du kannst ruhig noch mehr vorlesen. Ich fand das nur so lustig, dass du immer so direkt so. Ja, das ist ja, das weiß ja, es gibt enge Freunde von mir, wissen, dass man mir auf zum Beispiel eigenen Geburtstagen auf keinen Fall ein Mikrofon an die Nase halten darf. Sonst kommt irgendwann keine Musik mehr, sondern ganz, ganz viele Vorstellungs- und Quatschrunden. Und so gerade fühle ich hier meine wahre Passion. Ja. Und zwar das Mikro. Das ist der neue Corona-Hobby. Aber du hast ja jetzt echt nur so zwei Sachen vorgelesen. Ja, das war der aktuelle Stand. Entschuldigung. Ja. Oh. Nee, weil da. Nee, ich wollte jetzt nicht, dass ich so dir war. Was ich damit sagen will, selbstironischerweise meine wahre Passion, weil eigentlich will es keiner hören, was ich rede, aber jetzt habt ihr ja keine andere Möglichkeit. Spaß beiseite. Also, Lucy, weiter. Ja, doch, die können noch abschalten. So. Nein, also. Es ist tatsächlich so, eigentlich würde jetzt unser letzter Song kommen und ja, in Wirklichkeit haben wir noch zwei Songs und ja, und jetzt kommt genau unser letzter Song und vielleicht, ihr wisst ja, was zu tun ist, ihr könnt einfach Zugabe, wenn ihr noch eine Zugabe wollt, dann tippen, also ich lasse es euch entscheiden jetzt, wirklich. Und aber dieser letzte Song ist mir sehr wichtig. Der heißt Vorhang und ihr könnt selber mal entscheiden, ob auf oder zu. Ja, eigentlich will ich gar nicht mehr dazu sagen. Ja, so lassen wir es. Das Leben ist wie ein Theater, mal wie ein Märchen und dann wieder Drama, mal Dialog, du bist still. Spielen für die anderen und wenn wir einmal scheitern, schlüpfen wir in Rollen, um sie wieder zu begeistern. Du hast großes Lampenfieber, doch du probierst es wieder und wieder. Einmal geplantes Improvisieren, dann wieder spontanes Durchstrukturieren. Trägst das verrückteste Kostüm, die Fassade so schön. Ich will dich einmal ohne deine Maske. Thank you.
möchte mich einmal ganz herzlich bedanken bei allen, die jetzt gerade in diesem Raum sind. Da ist es cool, dass es den virtuellen Hut gibt und das Lütz, dass wir sowas machen können. An alle, die sich gerade um Ton, Technik, um Kamera, um die Moderation und ich hoffe, Organisation. Ich bin bei sowas immer voll schlecht, aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken und auch natürlich bei euch, die ihr eingeschaltet habt und gespendet habt und vielleicht noch weiter spendet. Vielen, vielen Dank und ja, auch danke Jungs, dass ihr mit mir hier seid. Ich freue mich voll, dass wir mal wieder Musik machen können. Das ist irgendwie ein sehr schönes Gefühl. Dankeschön. Dank, vielen lieben Dank, Lucy Licht, großartig. Also ich fand es ganz toll und Sie daheim auch. Wir haben viele Kommentare, viele Zuschriften. Ich glaube, ihr habt viele neue Fans dazu gewonnen. Also es war hier ein Genuss, vor den Bildschirmen Genuss, ganz toll, super sympathisch. Und ja, ich weiß, wir haben nämlich 20 Sekunden Delay und diese ganzen Zugabezuschriften, ja, die kommen jetzt quasi so nach und nach rein. Und ich darf mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, beim Team vom Virtuellen Hut, beim Kulturhaus Lütz, beim Kulturbüro Siegen, Wittgenstein und natürlich vor allen Dingen bei euch für diesen tollen Abend. Und ich würde sagen, ihr könnt noch ein bisschen spenden und ich glaube, jetzt sind so viele Zugabezuschriften da, dass die Bühne wieder frei wird für Lucy Licht und damit beenden wir den Abend. Schönen Abend, macht's gut, danke, dass ihr hier wart. Ja, vielen Dank. Soll ich noch einmal kurz die letzten Zuschriften vor, oder die letzten, die hier gerade reinkommen, es kommen immer mehr rein. Auf jeden Fall schreien Thorsten Manges, Schreizugabe an, Anke Konrad ist begeistert von uns und Anna und Alex aus Köln danken für den schönen Abend. Rolf Ohrendorf, Zugabe, Andreas Schmidt, Zugabe und jetzt kommen immer mehr Zugabe. Boah, Dankeschön. Das freut uns sehr und ich habe noch eine ganz wichtige Sache vergessen und das heißt, was wollt ihr denn schon immer mal oder wollt ihr Lucy Licht eine Frage stellen, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, schnell in die Kommentare was zu schreiben und wir beantworten das nachher noch, weil wir haben natürlich in unserer Aufregung hier völlig vergessen, weil wir das jetzt mit dem Moderationsspiel auch noch nicht so oft gemacht haben, dich zu fragen. Aber dir gefällt. Also sprich, dass ihr eine Frage an Lucy stellen könnt. Und wenn es noch fünf sind, bleiben wir noch so lange hier und machen Hintergrundmusik, bis alle Fragen beantwortet sind. Großes Versprechen. So, jetzt muss ich aufhören zu reden, sonst kommen wir hier nicht weiter. Okay, Dankeschön. Zugabe. Ja, auch ein brandneuer Song übrigens. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil du jetzt so viel gesagt hast.
Aber es ist auch, also ist eigentlich ziemlich cool. Wir sollten das öfters so machen. Ich finde das für mich das sehr entspannt, weil ich finde immer, dass ich grauenhafte Ansagen mache. Und ich finde, du bist ziemlich klar immer. Ich also finde, ein Kompliment war das. Fesseln, ihr seid noch da. Haltet mich auf, wenn ihr euch traut. Ich habe Flausen im Kopf und das schon lange. Und die lebe ich jetzt aus. Ich hab so oft versucht, mich zu verbiegen. Doch damit hör ich jetzt auf. Hab mich in Schatten verdrückt. Jetzt drück ich Schatten zurück. Hab meine Koffer gepackt, es ist nie zu spät. Ich spreche aus, nichts hält mich auf. Schau und schau. Ich will hier raus, nimm die Schmerzen in Kauf und singe Ciao, Ciao. Ich flieg nach Vegas, verzock mein Geld. Über Berge will ich wandern. Scheiß auf die Wohnung, ich zieh in ein Zelt und lenk Karate wie Fender. Ich bin bereit, will, dass es losgeht. Hab meine Koffer gepackt, es ist nie zu spät. Ich bin jetzt gespannt, wie dieser Mitsing-Part klappt. Vielleicht muss ich jetzt doch mal hier alle im Raum doch aktivieren. Die haben gesagt, die machen keinen Mucks, aber jetzt wünsche ich mir das und ihr da zu Hause auch. Gar nicht so komplex, oder? Jungs, ihr müsst auch mitmachen. Also ich sage jetzt mal so, Steffen, Nico, Kamerateam, ihr macht... Und zu Hause die linke Seite auf der Couch macht. Immer weitermachen. So, jetzt brauche ich einmal die Tontechnik, Martin, Moderation, Lulu und die machen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Genau, das ist jetzt die andere Seite der Couch. Die macht jetzt ciao, ciao. Immer weiter. Thank you.
Tschö. Ciao, ciao. Ja, vielen, vielen Dank. Ach, Nico, du. Nico, zeig schon. Jetzt geht es natürlich noch kurz, bevor wir ciao, ciao sagen, geht es natürlich noch richtig mal zur Sache. Und zwar mit allen Fragen, mit allen schönen und skurrilen Fragen an dich. Die erste ist eine sehr schöne. Wer sind deine musikalischen Vorbilder, Lucy Licht? Okay. Also, ich sage einfach jetzt mal nur ein Beispiel, weil es sind viele Beispiele. Aber, ach ja, in die Kamera. Genau, also vor allem ist es Hayley Williams als Solokünstlerin und als Sängerin von Paramore, die auf jeden Fall voll das Vorbild für mich ist. Aber es gibt auch irgendwie noch tausend andere. Aber die ist mir jetzt als allererstes eingefallen, deswegen dachte ich, sage ich das. Ist doch das Mädchen aus Brachbach, oder? Kleiner Witz am Rande. Naja, war so ein Insider. Okay, egal, kommt nicht gut. Brachbach, schöne Grüße nach Brachbach. Kenne ich zwei Leute witzigerweise. Aber noch ganz kurz, ich wollte noch sagen, ich fand das gerade richtig schön hier mit dem Chor. Ach so. Das war richtig bezaubernd. Dann haben wir Matze S. will wissen, ob Lucy noch Single ist. Drei Ausrufezeichen. Aber warte mal, da muss doch ein Fragezeichen kommen, oder nicht? Wenn es ganz dringend ist, reichen auch Ausrufezeichen. Verstehe Sätze mit mehreren Satzzeichen am Ende nicht. Ja, ich bin Single. Aha. So. Jetzt ging ich ja so. Gibt es Musiker, die Lucy überhaupt nicht leiden kann? Oh, das ist immer eine böse Frage. Ja, das ist echt eine böse Frage, weil erstmal, um diplomatisch zu sein, jede Musik hat ihre Berechtigung. Aber ja, ich finde das. Nicht jede Musik hat. Ich finde das ist doch eine gute Aussage. Nein, aber ich finde halt, ich finde, es gibt halt sehr viel Musik. Ich finde das manchmal gar nicht das Genre an sich. Ich finde immer, wenn Musik authentisch ist und wenn man das also sympathisch findet, dann mag ich irgendwie direkt die Musik mit. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, weil ich kann das dann nicht so gut unterscheiden. Aber ich finde oft so aufgesetzte Musik und davon gibt es irgendwie auch viel, die gefällt mir oft nicht. Mhm. Also eigentlich nie. Sehr schön. Sehr schön. Sorry. Ja, finde ich lustig. Mitgesungen haben, steht hier noch, möchte ich vorlesen, mitgesungen haben Henrike Sänger, Andrea Schmidt, Thorsten Manges. Viele Grüße. Cool, Henrike die Frage, Sänger, das ist natürlich auch, die singt wahrscheinlich immer mit. Henrike singt vielleicht immer mit. Henrike Sänger, cooler Name. Und dann kommt jetzt die nächste Frage, wann und wo treten wir auf? Ja, das ist natürlich zurzeit kaum absehbar. Auf jeden Fall sind wir im Juni. Ich guck mal gerade. Ich weiß wann. Und die Frage war an mich. Ah ja, die Frage war an dich. Nein, Scherz. Nein, aber ich weiß es besser als Nico, weil Nico müsste jetzt nachgucken. Wir spielen tatsächlich ja jetzt gerade keine richtigen Konzerte. Wir spielen nächste Woche in einem Hinterhof, da bin ich auch mal gespannt. Also dann hören Leute vom Balkon aus zu und da bin ich echt mal gespannt, wie das so wird. Und am 6.6. spielen wir noch bei einem Livestream mit von vom Zusammenleuchten-Festival auf der Plattform dringeblieben.de. Das Festival kann leider nicht stattfinden, deswegen haben die sich überlegt, dass die einen Stream daraus machen. Ein Festival-Stream. Genau. Und sonst wissen wir leider noch nicht, wie es weitergeht. Wahrscheinlich erstmal weniger. Ja. Ja. Das war's. Das Moment, ich gucke nochmal. Ja. Das war's. Ja, also vielen herzlichen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Euch auch, Jungs. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also sage ich jetzt nochmal ciao, ciao. Und vielen Dank nochmal.